Potsdam glaubt man dem Jahresranking der meistgenutzten Passwörter, sind die Deutschen nicht sehr kreativ, wenn es um die Auswahl ihres Passwortes geht. Das Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik, HPI, hat aus 12,9 Millionen E-Mail-Adressen die 10 beliebtesten Passwörter ausgewählt. Dabei fällt auf, schwache Ziffern folgen und simple, kurze Wörter stehen, wie bereits in den vergangenen Jahren, hoch im Kurs. Das sind die 10 beliebtesten Passwörter 2017. 1. 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1234 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Hallo 7 Passwort 8 1 2 3 4 5 6 7 9 1111110 Hallo 123 HPI Direktor Christoph Meinl mahnt, dass die Wahl von naheliegenden Kombinationen nicht unbedenklich sei. Für kriminelle Hacker sei es ein leichtes, über schwache Passwörter Zugriff auf persönliche Informationen und Accounts zu bekommen, der Handel mit gestohlenen Identitäten wachse stetig. Es gibt zwar keinen hundertprozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl, so HPI-Direktor Christoph Meinl. Wer aber sein Passwort auf dieser Liste entdecke, sollte es schnellstmöglich ändern. Tipps für ein sicheres Passwort: Das perfekte Passwort gibt es nicht, aber Meinl hat ein paar Tipps zur Passwortwahl, die Hackern das Leben schwerer machen. Lange Passwörter über 15 Zeichen, die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen können schon hilfreich sein. Außerdem sollten möglichst keine Wörter aus dem Wörterbuch, Passwortmanager oder die gleichen Passwörter für verschiedene Dienste verwendet werden. Regelmäßiges Wechseln der Passwörter und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung können die Sicherheit zusätzlich erhöhen. HPI bietet Sicherheit-Check an. Auch wenn alle Tipps zur Passwortwahl befolgt werden, kann es manchmal zu einem Datenklau kommen. Wer checken möchte, ob auch er bereits Opfer eines Datendiebstahls geworden ist, kann das mit dem Identity Leak Checker, einem Online-Sicherheitscheck des Hasso-Plattner-Instituts, HPI, sehr leicht überprüfen. Seit 2014 kann dort jeder Internetnutzer unter https://sec.hpe.de/ilc kostenlos durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse prüfen lassen, ob Identitätsdaten von ihm frei im Internet kursieren und missbraucht werden könnten. Die Sicherheitsforscher ermöglichen den Abgleich mit mittlerweile mehr als 5 Milliarden gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten. Von RND, LF.